Ich bin die Marlina. In Köln startet am 3. Oktober eine Harry Potter-Ausstellung und wir wollten ganz gerne wissen, ob die Fuldaer überhaupt noch Lust darauf haben, weil Harry Potter ist schon 3 Jahre her, dass der letzte Film rauskam. Aber so nicht. Schon besser. Los geht's. Ich bin von Move 36. Habt ihr denn Hallo. noch Bock auf Harry Potter? Ja. Ja, ist schon cool. Okay, habt ihr die Bücher gelesen, Filme Ja, geschaut und alles? Die sieben Filme? Mal mindestens. Die Filme habe ich geschaut, aber die Bücher habe ich jetzt nicht gelesen. Faule Sau. Ja, wieso? Wieso hast du die Bücher nicht gelesen? Ich weiß nicht, ich bin nicht so die Leseratte, wenn ich ehrlich bin. Okay, aber du, ne? Und Ja. Verbindest du irgendwas mit Harry Potter? Ja, meine Kindheit. Ich sag mal, als ich den ersten Film gesehen habe, war ich 6. Und das hat sich jetzt über mein halbes Leben praktisch hingezogen. Und da denke ich mir, das kann jetzt nicht das Ende sein. Also so eine Episodenreihe, die einfach jetzt so aufhört, das kann es nicht gewesen sein. Also ich hätte auf jeden Fall klar noch Lust dazu, natürlich. Okay, in Köln startet jetzt so eine Ausstellung. Da kannst du halt in Hagrids Hütte gehen und was weiß ich, ganz viele coole Sachen machen. Könntest du dir vorstellen, zu sowas zu fahren? Ja, auf jeden Fall, klar. Okay, und kannst du auch noch ein paar Zaubersprüche auswendig? Ja, natürlich. Darf ich dir dafür den wunderschönen Zauberstab geben? Ja, Einmal natürlich, bitte in die klar. Kamera. Aluhumora, das wäre dann der Türöffnungszauber, wenn man es so will. In Köln ist jetzt so eine Ausstellung zu Harry Potter, da Ja, könnt ihr die ich habe ganzen es vorhin Kulissen. gelesen, als wir in der Schule waren und zwei meiner Freundinnen und ich haben schon direkt gesagt, dass wir uns Karten bestellen. Ja, geil. Also du hast da richtig Bock drauf? Ja. Habt ihr noch Bock auf Harry Potter? Ja, eigentlich schon. Okay, und wieso? Was findest du an Harry Potter so gut? Weiß nicht, ich bin mit aufgewachsen irgendwie mit den Büchern und so und ja, ist halt irgendwie nicht mehr wegzudenken. Okay, und kannst du noch irgendwelche Zaubersprüche aufsagen? Expelliarmus. Willst du dafür vielleicht meinen wunderschönen Elderstab in die Hand nehmen? In Köln startet jetzt so eine Harry Potter-Ausstellung. Wie Habt sieht's ihr aus, denn gell? überhaupt noch Lust auf Harry Potter nach den 3 Jahren, wo der letzte Film rausgekommen ist? So, jetzt wollen wir mal überlegen. Harry Potter ist geil, oder? Doch. Würdest du auch nach Köln fahren, um dir die Ausstellung anzuschauen? Die Ausstellung nicht unbedingt, aber ja, einfach mal nach Köln fahren geht, oder? Hi, ich bin von Move 36. Darf ich euch kurz fragen, ob ihr denn noch Bock auf Harry Potter habt? Nee, habe ich nicht mehr so. Und wieso, kannst du es begründen? Nee, also die Bücher habe ich nie gelesen, aber also die Filme, es reicht jetzt. Wie viele Teile sind 7, glaube ich? Ich habe den 7. gar nicht gesehen. Ich habe zwar alle Filme gesehen, aber es ist jetzt auch schon eine Weile her. Also als sie im Kino waren, war ich halt im Kino, aber ich bin jetzt nicht Harry Potter-Fan, muss ich sagen. Okay. Darf ich euch kurz fragen, habt ihr denn noch Bock auf Harry Potter? Ja, das waren meine Lieblingsbücher, als ich klein war und außerdem denke ich es auch für ältere Leute auch. Nur nicht nur für Kinder. Also, wir sehen, die Fuldaer haben da eher gemischte Gefühle. Ich persönlich habe ja ganz schön Bock auf Harry Potter und würde auch nach Köln fahren. In diesem Sinne, Lumos Maxima.